So, mit so einem Spargel, Freunde, läuft nichts mehr schief. Ja. Extrem gesund, super lecker. Grünen Spargel gibt es ja auch das ganze Jahr. Und gefolgt von The One and Only. Schaut mal her, hab mein Küchenchef gekauft. Bester Thunfisch, Yellowfin-Qualität. Das ist ja eine absolute kulinarische Freude. Also, wenn ihr so einen Thunfisch habt, dann kann eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen. Wie funktioniert das Gericht? Ich mache einen schönen gebratenen Thunfisch mit gebratenem Spargel, Pinienkerne und ein bisschen Spinat. Schau mal her, ein Schlückchen gutes Olivenöl in die Pfanne, dann in die Pfanne etwas Meersalz und dann obendrauf auf den Thunfisch auch noch ein bisschen Meersalz. Mehr, Freunde, braucht guter Thunfisch nicht. Kurz anbraten und dann geht's weiter. Achtung. Pinienkerne in die Pfanne und zu den Pinienkernen, ja, die rösten da so gemütlich vor sich hin, nehmt ihr ein bisschen Spargel, so einen wunderschönen grünen Spargel und schneidet den in dünne, schräge Scheiben. Und diesen Spargel dann, dieses Gottesgeschenk, ja, kommt zu den Pinienkernen dazu. So, dann auch da ein Schlückchen Olivenöl, nicht so viel. Und zwischendurch, Achtung, einmal hier, einmal hier. Ein bisschen Limette auf den Thunfisch, dann denselbigen auch gleich mal umdrehen, ja, dass der nicht so viel Temperatur bekommt. Obendrauf auf den Thunfisch dann nochmal zum krönenden Abschluss Limettensaft. Und das Schlimmste, was ihr einem Thunfisch antun könnt, ist, dass man ihn zu lange braten lässt. Einfach nur kurz, dass der inwendig noch rot bleibt. Zu dem Spargel und den Pinienkernen haben wir frisch gekocht, was? Frischen Spinat, ja, Blattspinat, so ein bisschen rein damit. Dann mit geizenden Reizen ein bisschen Creme Fraiche dazu. Und dass das Ganze auch sensationell gut schmeckt, das italienische, das mediterrane Gold, frischen Parmesan. Und haut da ordentlich was rein, ja? Frisch, ja, Parmesan hat Umami, ganz viel von diesem wahnsinns genialen Stoff, dass es eben rund schmeckt, dass es Würzkraft gibt. Und alles wird fein. Alles klar? Ein bisschen Chili noch. Vielleicht noch eine Prise Salz. Und dann einmal rühren. Viel mehr brauchen wir nicht. Das Ganze soll jetzt schön knackig bleiben. Ja, nicht so patscheweich gekocht. Und dann ist das alles, denke ich mal, richtig gut. Ein bisschen Pfeffer noch rein. Und dann schauen wir auf die Uhr. Ich meine, wenn man das alles vorbereitet, dauert es vielleicht, lass es 5 Minuten sein und man hat ein fertiges. Boah. Allein durch den Parmesan ist das wirklich schon sehr, sehr fein. Achtung! Einmal auf den Teller angerichtet. Obendrauf dann den Thunfisch. Dann ein bisschen was von dem Limettenöl noch dazugeben. Und dass das Ganze nochmal wirklich so einen richtigen Bums bekommt. Wisst ihr, weißt du, so eine richtige Frische. Einfach nochmal etwas Limettensaft obendrauf. Nochmal ein bisschen Fleur de Sel. Und einmal als optische Variante hier, das Auge isst ja mit, geben wir noch ein bisschen Chili drauf. Schnell, schmeckt gut, sensationell, innovativ. Nachkochen und Freunde, ich möchte eure Kommentare lesen. Alles klar? Also, viel Spaß beim Nachkochen. Wir sehen uns. Aloha, der Christian.